Ihr macht das schön. Die nächsten beiden auch noch. Na, selbstverständlich. Du kannst es doch jetzt. Überleg gar nicht erst. Einfach fahren. Sehr schön. Die ersten Treppen schon mal hinter uns gelassen. In Bragwede an der Treppenstraße. Links, ja. Mittags um 12:30. Die nächsten Treppen sind hier. Ja, bei der Nässe ist blöd. So, und die meinte ich. Hier bist du aber nicht mit dem Schlitten runtergefahren. Ne? Ja, dann fahr jetzt mit dem Fahrrad. Schnell, sonst habe ich Melanie nicht mehr drauf. Da ist noch grün. Oh. Ja. Ja, wir können ein bisschen mit dem Freund. Ist richtig, aber wir müssen erst die Straßenbahn durchlassen. Sonst war es das heute mit Fahrradtour. Oh, was hast du denn vor? Ja, dann fahr mal. Ja, nee, nicht so. So. Ich muss erst mal gucken, wie die aussehen. Okay. Ja, sind kleine. Aber du musst wissen, an welcher Stelle du runterfährst. Komm schnell. Bevor einer kommt. So, und jetzt schnell weg. Wir sind Banausen. Wir sind jetzt nicht die Treppen runtergefahren. Komm, ich habe schöne Treppen gefunden. Du musst vorfahren. Sonst habe ich dich nicht drauf. Boah, die sind auch cool. So, Melanie und ich hier erstmal an der Alm. Okay. Melanie, jetzt komm. Entschuldige. Macht nichts. Schön. Thorsten ist ja unser Spezialist für Treppen hochfahren. Der lacht über die drei nur. Sauber. Die haben auch nur Blödsinn im Kopf.
Ein Stück an der Uni. Boah, ich muss da hinterher. Melanie fährt schon wieder die nächsten Treppen. Wo ist sie? Weg ist sie. Die sind aber lang, steil. Und nass. Also zum Runterfahren sind sie super. Das macht richtig Laune. Bis oben hin. So schlimm sind die gar nicht. Guck, Thorsten kommt auch runter. Ja. Nein, wir fahren den Mann nicht um. Schön im Dunkeln die Treppen runter. Fahr nicht die Passanten um. So, zack, Juppaldi. Und oben. Yippie. So, und jetzt kannst du springen. Achso, du springst ja gar nicht. Ja. Sauber. Das rattert bei dir, ey. Das rattert bei dir. Nein. So cool. Hotel Action. Wir fahren links. Da ist allerdings dunkel, ich sehe nichts mehr. Fahr, Mann. Bremst doch nicht immer ab, ey. Mann. Das ist, du musst das anvisieren. Anvisieren. So, wir visieren jetzt erstmal den Ausgang des Tages an. Geradeaus. Und wollen nur mitteilen, dass wir echt eine Menge Spaß hatten. Wir hoffen, ihr auch. Bis dahin.